Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mal nichts über Copter oder über Videobearbeitungssoftware zeigen, sondern will mich mal meinem anderen Hobby widmen, und zwar unserem Hund. Wir haben also seit kurzem einen Australian Shepherd, und den muss man natürlich immer wieder mal beschäftigen. Jetzt gerade in der kalten Zeit und wenn es immer nass ist, hat man natürlich nicht immer Lust, stundenlang draußen rumzulaufen. Und gerade beim Australian Shepherd muss man eben auch einfach mal den Kopf beanspruchen von dem Hund. Ich habe mich mal umgeschaut. Was gibt es so an Hundespielzeugen? Kaufen kann man Tausendes, ja. Kostet alles ein Schweinegeld, und ich habe mir einfach mal überlegt, kann man auch bestimmt was selber bauen. Ich habe zwei Dinge gefunden, die habe ich mir jetzt nicht überlegt, sondern ich habe diese Spielzeuge gesehen, würde diese gerne nachbauen und würde dies aber so bauen, dass man das im Prinzip auswechseln kann. Das waren zwei unterschiedliche Spielzeuge, aber wer hat schon Platz, sich da tausend Spielzeuge hinzulegen? Und heute möchte ich in diesem kurzen Video einfach mal zeigen, wie man sich ganz einfach und für kleines Geld Hundespielzeuge bauen kann, die den Hund beschäftigen. Viel Spaß. Was brauchen wir alles dafür? Also erstmal brauchen wir hier so eine Holzgrundplatte. Ja. Die im Baumarkt habe ich mir die geholt. Zwei Brettchen, die werden hier so ein bisschen gleich festgeschraubt. Dann kommt hier eine Stange zwischen, und hier werden Flaschen aufgehangen, wo man dann eben einfach Futter reinschmeißt, und der Hund muss das dann mit der Nase rumdrehen. Das fand ich total witzig. Dann habe ich noch etwas gesehen, das sah so ähnlich aus wie der heiße Draht. Gut, jetzt kann der Hund das nicht so, wie das bei Menschen geht, hier mit irgendwas durchfädeln, und es darf nicht klingeln. Ja. Aber sowas in der Art habe ich gesehen. Ich habe mir hier so einen Erdungsdraht gekauft. Wichtig ist halt, dass er kein flexibler Erdungsdraht ist, ja, weil man muss ihn biegen können. Der wird dann einfach auch dazwischen gespannt, und man kann dann eben halt so Formen rausbilden. Und dann kommt noch ein Ring drüber. Ja, was der Hund mit der Nase dann einfach schieben soll. Am Anfang werde ich das einfach ein bisschen einfach gestalten, einfach nur gerade. Ja, ich werde das zum Austauschen machen, und dann kann man das immer schwieriger machen, immer mehr Bögen machen oder vielleicht mal rauf, runter, dass der Hund dann wirklich mehr arbeiten muss. Aber am Anfang einfach dann etwas gerade. Deswegen habe ich mir hier so ein bisschen mehr von dem Draht gekauft, die ich eigentlich brauche. Ja, dann braucht man natürlich noch die Stange, die habe ich etwas weiter weglegen, komme ich gerade nicht dran, das machen wir dann gleich. Und ich würde sagen, guckt euch einfach mal an. Ich hoffe, ich kann es euch so ein bisschen zeigen, wie es geht. So, dann fangen wir damit an, dass wir Löcher bohren für die Bretter hier, ja, die wir dann ja hier festmachen werden, hier links und ne, also rechts und links. Ja, die sollen ja dann hier so fest sein. Die will ich verschrauben. Ich wollte die erst zum Klappen machen, aber dann hat das Ganze zu wenig Stabilität, und das funktioniert dann nicht. Also machen wir das einfach zum Schrauben. So, damit ich mir den Tisch nicht kaputt mache, habe ich noch die geschnittenen anderen Holzbrettchen drunter gelegt. Weil dann schon mal durchgehen. Punkt Nummer 1. Ja. Ja, wir sind noch nicht ganz durch, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich möchte mir natürlich den Tisch nicht kaputt machen. Lieber zweimal schauen. Ja, schön ist natürlich, wenn man einen Keller hat mit einer Werkbank. Habe ich nicht. Muss ich alles hier in unserem heimischen Esszimmer machen. Aber es geht auch so. So, dann haben wir das. Jetzt kommen die Bretter hier drauf. Ziehen wir das mal angezeichnet. So, dann müssen wir etwas dünneren Bohrer nehmen, weil da sollen die ja nicht durch. Die müssen ja da ein bisschen Futter haben ins Holz. Also welche Schrauben ihr nehmt und sowas, das müsst ihr für euch selber entscheiden, ja. Ich will ja hier nur zeigen, wie man es ungefähr macht. Also, ne, da müsst ihr dann selber mal gucken, welche Schrauben nehmt ihr und sowas, ne.
einmal. Ja, da läuft mein Hund da. Ja, für diesen Hund mache ich das hier alles. So, einmal das. Also brauchen wir noch ein Bit. Damit meine ich nicht das Bier. Beziehungsweise erstmal ein bisschen mit der Hand vorschrauben. Ich glaube, dass es einfacher ist. Einmal. Zweimal. Ja, nicht so viel Platz. Sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Ja, ein bisschen Krach gehört dazu, gehobelt wird auf einen Späne. Einmal. Ja, schon gar nicht so schlecht aus. So, und dann müssen wir natürlich gleich noch ein Loch durchfräsen hier oben, weil da muss die Stange durch. Das müssen wir auch noch machen. Aber jetzt machen wir erst noch mal die andere Seite. Da machen wir das genauso, das sah ganz gut aus. Bisschen Maß nehmen, damit das auch gerade ist dann. Ne? Das ist die Stange, die dann dazwischen soll. Ja, es kommt natürlich auch, ich sag mal, auf einen Zentimeter nicht an, ne, weil die Stange da eben etwas lockerer sitzen wird, dass wir da ein bisschen Spiel haben. Einmal das. Ja, wenn man nicht so viel Platz hat, dann muss man natürlich oft ein Werkzeug suchen. Das ist immer ein bisschen schade. Hätten wir das hier schon mal. So, wie gesagt, da kommt jetzt gleich, soll gleich die Stange rein. Ja, die kommt hier zwischen. Und weil wir die ja zum Abnehmen machen wollen, werden wir da Löcher durchbohren müssen. Ja, wir werden also jetzt hier und hier Löcher durchbohren. Und damit wir das dann da rein und rausschieben können. Dafür mache ich die nochmal ab. Das ist einfacher dann mit so einem, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ich zeige es mal hier. Mit so einem, ja, Lochfräser, was weiß der Geier. Ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall damit werden wir das dann gleich bohren. So, nochmal mit der Hand abschrauben tue ich nicht. Das machen wir dann mit dem Akkuschrauber. Warum sollen wir die Technik nicht nutzen, die wir zur Verfügung haben? Also schrauben wir das Ganze wieder ab und Hund, lass bitte die Stange in Ruhe. Wir brauchen den noch.
Also hinterher lackieren und sowas, das würde ich natürlich nicht machen, weil es ist ja für einen Hund. Ja, und ich denke mal, am Anfang wird es auch gar nicht so einfach sein. Ihm das beizubringen. Deswegen würde ich dann nichts lackieren, weil da wird oft die Nase dran sein und dann würde die Farbe nur abgehen. Deswegen würde ich davon abraten. Ja, mein Hund weiß gerade gar nicht, was so genau passiert hier mit dem Krach. Sonst ist er immer so mutig. Jetzt nicht. So, und das Brett beiseite. Ich hoffe, der Hund lässt seine Nase davon. Ist ja auch nicht immer so einfach. Ja, nur doch recht neugierige Tiere, die Australian Shepherd. So, und dann wollen wir mal hier einfach... Einmal. Das Ganze jetzt gleich noch einmal. Zweimal. Jetzt werden wir gerade mal ein bisschen sauber machen, weil so kann man nicht weiterarbeiten. Und das sauber machen zeige ich nicht. Bis gleich. So, wir haben hier ein bisschen sauber gemacht, damit wir ein bisschen weiterarbeiten können. Jetzt, ja klar, jetzt schrauben wir das einfach wieder hier dran. Ja, jetzt haben wir die Löcher da rein gemacht, ein bisschen gefeilt, weil es ein ganz klein bisschen schon franselt. So. Dann wollen wir das nochmal. Müssen wir aber mal gucken, dass wir jetzt auch das Richtige haben. Das ist nicht ganz so einfach. Das sieht schon mal gut aus. Naja, sieht nicht gut aus. Ja, es ist, das Problem ist, muss man ganz ehrlich sagen, beim Baumarkt. Ich habe das Holz halt schneiden lassen, aber die haben das nicht genau gemacht. Ja. Das eine ist also von der Breite her genau 10, so wie es gewünscht war. Und das andere hat allerdings 10,5. Aber genauso gut war es von der Länge her. Ja. Das haben sie nicht sauber geschnitten. Ich weiß, so kleine Bretter schneiden die ja nicht gerne. Und deswegen war ich froh, dass ich überhaupt geschnitten habe. Ich habe leider keine Kreissäge zu Hause, womit ich dann hier so einen schönen sauberen Schnitt machen könnte. Deswegen ist es ein bisschen friemelig, aber wir kriegen es hin. Und ich denke auch mal, ob das jetzt ein bisschen, es ist ja kein Haus, sondern es ist ein Hundespielzeug. Ja, das wird sie wahrscheinlich auch nicht für die Ewigkeit halten, logischerweise. Weil ich denke mal, es wird nicht leicht sein, dem Hund das beizubringen. Gott sei Dank ist das nicht meine Aufgabe. Ich bin fürs Bauen zuständig. Machen macht es meine Frau, die hat da mehr Geduld wie ich. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass die Männer sich da eher so der Raufer sind. Ein bisschen, dass sie versenkt sind, ja. Wobei man sich dann nochmal später überlegen kann, ob man da so Gumminoppeln drunter macht, das besser ist zum Verschieben. Das muss man nochmal ausprobieren, aber das ist ja nur drunter kleben Gutes. So, dann haben wir den ersten Schritt getan. Wie gesagt, dann soll jetzt später, das muss ich jetzt noch ein bisschen kürzen. Das schaue ich jetzt mal so. Sagen wir mal bis hierhin, wird das gekürzt. Sieht im Prinzip aus wie so ein kleiner Tisch, ne? Mehr ist es nicht im Moment. Dann müssen wir mal auf.
aufstehen, um mehr Kraft zu haben. So, sie hier unten. Machen wir ein bisschen schmürgeln hier. So, also, na, dann kann man das nämlich dann später hier so reinschieben. So, klar, so würde das jetzt hier hin und her rutschen. Deswegen werde ich dann noch einen Splint machen. Da muss ich jetzt mal ganz kurz hier anzeichnen. Und dann mal versuchen, ohne mir jetzt die Finger abzubohren oder was, erstmal vorbohren. Ja, geht ganz leicht. Einmal vorgebohrt. Jetzt auf 10 mm bohren. Wenn man natürlich vorhat, zu sagen, nee, das mit dem Draht will ich gar nicht machen, mit den Flaschen reicht, kann man natürlich einfach hingehen und das hier so draufschrauben. Ne? Also braucht man dann nichts bohren. Ne? Aber ich wollte halt das auch mit den Flaschen machen und einfach das Grundgestell benutzen, weil wir haben nur eine Wohnung und da jetzt nicht wirklich Platz, 1000 Dinger hinzubasteln. Einmal ein bisschen nachbohren hier. Ah, das war mein Tablet, was gefallen ist, der Krach. So, dann habe ich mir hier diese Stangen gekauft, auch im Baumarkt, die ich dann als Splinde benutzen möchte. Ja. Ja, muss man vielleicht ein ganz klein bisschen schleifen noch, aber. Ah, nee, doch, es geht. So. Lässt sich Gott sei Dank gut mit einem Seitenschneider schneiden. Ich will nur mal ausprobieren, ob ich beide Seiten machen muss oder ob eben eine Seite auch reicht. Das sehen wir jetzt gleich. So, na, die sind natürlich als Splinde gedacht. So. Mal so. So, dann hält das eigentlich schon ganz gut und braucht das gar nicht ganz durchschieben. Aber ich muss das hier noch ein bisschen schleifen. Es hat hier noch ein bisschen scharfe Kanten. Man schimpft die Frau, weil sie sich verletzt. Das möchten wir nicht. Ja, so hält das dann. So, dann holen wir jetzt mal die Flaschen und sehen uns gleich wieder. Ja, ich hatte ja am Anfang eben erzählt, ich habe drei kleine Flaschen genommen. Das ging so nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe eine größere Flasche jetzt genommen und dann einfach auch mit dem Bohrer, womit ich die Löcher gebohrt habe, vorsichtig hier, wirklich, wirklich vorsichtig da reingebohrt, klappt wunderbar. Ich probiere es nochmal, ob es mit der kleinen auch geht. Ansonsten muss ich mir noch zwei so Flaschen besorgen. Man kann es natürlich auch erstmal, damit der Hund überhaupt lernt, was er machen muss, mit einer Flasche machen. Man kann die ja später immer wieder neu auffädeln.
Ich probiere es jetzt einmal hier vorsichtig, ob das geht. Na, ist immer so kurz vorm kaputt gehen hier. So ein bisschen die Parallele finden. Ja, also geht auch mit kleinen Flaschen. Ne, das sind jetzt hier so, will ja keine Werbung machen, so eine kleine Fanta-Flasche gewesen. Aber es geht ja auch mit sämtlichen anderen Flaschen auch, denke ich mal. So. Und natürlich den Mist hier eigentlich rausfriemeln. So. Und mal ein bisschen hier mit Schmirgelpapier, damit es nicht zu scharf ist. So, jetzt zeige ich mal, was überhaupt der Plan ist. Und zwar wird das dann hier so eingefädelt. So, jetzt nehmen wir hier die zwei. Ich kann da vielleicht auch unterschiedliche Größen nehmen. Ja. Fädelt das dann hier ein. So, setzt den Splint hier rein, ja, damit es hält. So. Und jetzt schmeißt man hier einfach ein Leckerchen rein, ja. Und der Hund soll halt mit der Nase lernen, das Ding rumzudrehen, dass das Leckerchen auf den Boden fällt. Ja, und ich finde das ein ganz witziges Spiel. Ja, kann man auch mit unterschiedlichen Größen machen. Oder ich denke mal, ich werde mir noch zwei oder von den großen Flaschen besorgen, weil es flutscht ein bisschen besser wie hier. Ja, man sieht es hier, das ist vielleicht für den Hund schwieriger, vielleicht als Schwierigkeitsgrad später mal benutzen. So wäre eigentlich das erste Spielzeug im Prinzip schon fertig. Ja. Ich hoffe, der Hund kapiert es auch, was ich von ihm will. Also in dem Video, wo ich dieses Spiel gesehen habe, da konnte der Hund das. Wie er das gelernt hat, naja gut, das muss halt meine Frau machen. Dann werde ich jetzt gleich mal das nächste Spiel vorbereiten und wir sehen uns gleich wieder. So, also für das nächste Spielzeug habe ich mal was vorbereitet. Und zwar habe ich mir zwei, auch wieder von den Röhrchen abgeschnitten, ja, die dann später hier reingesteckt werden können, einmal und hier nochmal, ja, und hier zwischen wird dann der Draht gespannt. Das machen wir jetzt mal. Also wie gesagt, ich will es am Anfang natürlich ein einfaches Muster machen, weil der Hund muss es ja auch erstmal lernen, was man denn überhaupt von ihm will. Jetzt würde ich am Anfang gar nicht so viel. Ich würde mal einfach sagen, ich schneide mir das mal so ab. Ja. Fertig. So, dann ein bisschen biegen. Hier hinten das Unisolierte schneide ich auch ab, weil es etwas dicker wird dann und einfach besser hält. Ich zeige es jetzt gleich auch nochmal. Ich habe also hier, wie man sieht, auch eine Bohrung gemacht. Ja. Sieht man ja hier, wo dann halt der Draht reinkommt, so, ja. Nun merkt man schon, oh, das flutscht ein bisschen, na klar, richtig, das soll es auch, weil ich das mit Heißklebe gleich reinkleben werde. Heißklebepistole habe ich schon angeschmissen, ja, und damit ist gut. So, hier habe ich mir noch so ein Hölzchen gebastelt, auch Loch durchgebohrt, etwas dicker, dass man eben einfach, dass der Hund das dann hier mit der Nase langschieben muss. Ja, im Prinzip sage ich mal jetzt so, ne, so hier langschieben muss. Und immer wenn er das gemacht hat, kriegt er ein Leckerchen. Am Anfang einfach so was Einfaches und später kann man ja wirklich hingehen und so ein paar Biegungen machen, dass er wirklich lernt, er muss hier wirklich das hin und her schieben. Ne? Kann natürlich auch statt dieses Holzes hier vielleicht eine Unterlegscheibe nehmen. Ja, da muss man dann einfach mal gucken, ja, was besser geht. Ja, das ist jetzt hier schon wieder sehr schwierig, so ein enger Boden, muss ich das vielleicht, bohre ich noch ein bisschen auf, ein dickeres Loch, dass das einfacher durchflutscht. Das muss man natürlich dann vorher aufbohren, bevor man es hier festklebt. Ne? Das macht natürlich Sinn. Ja. Vielleicht gehe ich auch hin, ich muss mal ganz kurz ausprobieren, wo es vielleicht gar nicht festkleben, sondern einfach nur durch die Spannung mal gucken. Wie gesagt, wir experimentieren ja auch. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Weil es dürfen also dann doch nicht zu enge
Bögen sein. Da muss man halt ein bisschen rumexperimentieren. Aber ich glaube, das werde ich auf jeden Fall weiter aufbohren müssen. Ja, da komme ich nicht drum herum, das werde ich auf jeden Fall machen müssen. Dann machen wir das nochmal. Ein bisschen weiter aufbohren hier. Natürlich jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ich hatte das Loch also vorher gebohrt. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Ich habe ja noch so ein Holzding. Muss ich für die. Ich kann natürlich einfach einen dickeren Bohrer nehmen. Den muss ich aber erst suchen, dann habe ich jetzt keine Lust drauf. Wird aber darauf hinauslaufen, dass ich vielleicht doch einen dickeren Bohrer suchen muss. Schauen wir nochmal. So, hier der Bogen zum Beispiel, der geht nicht. Ich meine, der Hund soll ja auch nicht direkt gefrustet sein, aber wir wollen ja auch zum Anfang gar nicht so viel Bögen reinmachen, weil ich muss dem Hund ja sowieso erstmal beibringen, dass er das von A nach B schieben soll. So, machen wir mal so. Und dann das hier so rein. Ich weiß ja ungefähr, wie weit ich gebohrt habe. Machen wir hier. Na, dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Bringt also nichts, lieber einmal mehr abschneiden und gut ist. Ja, man sieht also, der Draht ist wirklich schon sehr steif. Das muss also auch wirklich fest sein, damit man hier auch, damit der Hund da auch ein bisschen arbeiten kann. Ja, Splint da durch. Hier auch. Ja, und jetzt könnte der Hund hier schon, ich kann das ja so ein bisschen noch vielleicht biegen. Ja. Und jetzt kann der Hund hier mit der Nase versuchen, das hier lang zu schieben. Ne? Weiß man nicht, wie man dem Hund das beibringt. Aber das soll ja nicht meine Aufgabe sein. Wie gesagt, und später kann man ja wirklich hier entweder einen Holzring nehmen, etwas dicker, ja. Da gibt es ja oder eine dicke Unterlegscheibe oder. Und dann wirklich hier mehr Wellen reinmachen, dass der Hund dann wirklich hier lernt, hier das überwellt. Also ich habe es halt gesehen. Da war das wie wirklich so ein heißer Draht aufgebaut, hier so richtig wellig, ja. Aber wie gesagt, ich habe halt gesagt, wir haben nicht so viel Platz, um zwei solche Gestelle aufzustellen. Und so ist es ja nun wirklich einfach hier, einfach zu sagen, hier Splinter raus, ja. Und, jetzt habe ich das so einfach so Splinter raus, ja. Das Ding abgenommen. Und wenn es wieder passt, Splint wieder rein, damit man es nicht verliert. Ja, und damit man eben, na, so, damit das hier hält, werde ich das auf jeden Fall jetzt gleich nochmal mit Heißklebe fixieren hier, ja, damit das hier hält. Heißklebe habe ich mir auch schon angemacht, müsste eigentlich auch schon soweit fertig sein. Einmal so reingesaut. Schön reingesteckt und machen wir drüben auch. Na, da ist halt natürlich wichtig, dass man natürlich dann vorher schon weiß, was mache ich für ein Ding da rein. Ich meine, Heißklebe kriegt man auch immer wieder ab, mal feste dran gezogen, dann ist das auch ab. Also das ist jetzt auch nicht so das Problem. Ja. Und vielleicht hat man ja später sowieso dann seine perfekte Form gefunden. Ansonsten, wie gesagt, geht man einfach hin und schneidet sich die Dinger einfach nochmal neu, hier so die Dinger zu schneiden. Das war jetzt echt 10 Minuten Arbeit. Wenn einer eine richtige Werkbank hat, dann ist es noch viel besser natürlich, weil man das besser einspannen kann, sowas, als wie wenn ich das hier alles freihändig mache und auf dem Esszimmertisch und sowas. Ja, also ich hoffe einfach, euch hat das Video gefallen. Ihr habt so ein bisschen Inspiration gehabt. Was kann man bauen? Man muss nicht immer alles kaufen. Ich habe jetzt für das ganze Material, wobei ich sagen muss, ich wollte das ja erst zum Klapp machen. Also die Klappscharniere habe ich ja auch noch. Die waren auch nicht so billig. Hat einer gekostet 6 Euro. Also ich habe für das Ganze hier bezahlt, inklusive dieses Bohrers. Den hatte ich nämlich nicht mehr. Und inklusive den Holzbohrer hier, also den Holzbohrer nur, ja, habe ich bezahlt 38 Euro im Baumarkt.
Ist jetzt nicht so viel, zahlt man sonst für ein Spielzeug. Und ich sag mal, das Ding kann man dann ja immer wieder mal verwenden. Ja, vielleicht hat man es auch oder man kennt jemanden, der sowas hat. Ja, man kann natürlich auch einen dünnen Holzbohrer nehmen und man nimmt diese Stange etwas dünner. Ja, muss vielleicht nicht diese dicke Stange sein. Aber ich habe ja gesagt, am Anfang geht der Hund mit Sicherheit nicht zärtlich damit um. Er streichelt das nicht, der wird damit sicher mit der Pfote drauf klatschen und was was. Bisschen stabil muss es ja für den Hund sein. Deswegen sage ich, komm, baue ein bisschen dicker, ein bisschen stabiler, damit es vielleicht auch ein paar Tage länger hält. Ja, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann ne, Daumen hoch, Kommentar und ja, könnt ihr gerne meinen Kanal hier auf die Favorite-List setzen von euch. Dann seht ihr immer, was ich mache. Normalerweise, wie gesagt, bin ich ja im Copter-Bereich eher ein bisschen tätiger. Dafür Software. Ab und zu gibt es auch mal ein Video von meiner anderen Leidenschaft. Das ist Paintball-Spielen, was ja, leider krankheitsbedingt momentan nicht geht. Aber ich hoffe, wir sind auf dem besten Weg da wieder hin. Wie gesagt, setzt mal so ein Favorite rein. Werden bestimmt noch mal ein paar Videos jetzt auch von unserem neuen Hund kommen. Ja, ist ja nun doch was ganz anderes und so, ja. Also ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, euch hat das Video etwas geholfen. Bis dann, euer Erwolf. Thank you.